Genau. Man muss eigentlich direkt, also Direkt einen Aufhänger haben, direkt so, also entweder dass direkt einen die Leute. Aufhänger aus dem Video rein, den man Okay. vorne reinschneidet, oder man startet halt einfach mit der Diskussion, das ist auch bei vielen Podcasts, dass du genau weißt, ah, die haben eben, die sprechen schon Stunden und haben jetzt Thema X angefangen und jetzt kommt da ein Schnitt und jetzt kommt direkt dieses Thema. Das ist immer sweet. Okay, Idee wollte ich eigentlich nicht machen, weil ich es irgendwie unangemessen fand oder so. Ich habe ja auch meinen Rewind da gemacht. Da ging es ja auch um George Floyd. Und da habe ich zum Beispiel auch die Szenen weggelassen, wo er halt, also seine letzten Minuten quasi, obwohl das Ja. mächtige Szenen sind, so. Aber ich fand es einfach unangebracht dann. Wir Ja, bin könnten ja ich. am Anfang dann die Szenen reinschneiden, wo Axel angegriffen hat. So, Könnte das man, wäre ja der also perfekte Aufhänger so eigentlich. hinten dran schneiden vielleicht. Vor, Oder vorne. ich meine Einfach ja so ganz vorne vorne. dran, aber ich meine hinter, also wir schwätzen praktisch schon und dann kommt dieses Video. Und vielleicht sogar, sie kommt hin und dann wird's so blurry und man sieht nur noch blurry, was halt da hinten passiert. Könnte man machen, um Fokus zu ziehen. Ja. Vorstellen, ich stehe draußen auf dem Balkon und schreit Hilfe, Alter. Ja, das müsst ihr euch vorstellen. Alter, Vater. Muss man dir vorstellen. Alter! Sag mal, hör mal auf, jetzt hier alles auszuräumen. Alter! Junge, das musst du dir vorstellen. Mir reicht's, Alter. Alter! 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 Alter, hör auf mit dem Scheiß! Hör auf mit dem Scheiß! Hör auf mit dem Scheiß! Alter! Sag mal, bist du noch ganz sauber? Mal, leg das Messer jetzt. Leg das Messer weg! Leg das Messer weg! Leg das Messer weg! Also ja, das ist immer ganz wichtig. Man muss mittlerweile Ja. nicht nur diesen Standard-Clickbait machen, also diesen Man muss positiven natürlich, wirklich. sondern du musst mit deinem Ja. eigenen Content auf deinen Content baiten. Also du musst am Anfang sagen, das werdet Was? ihr gleich sehen. Man muss es machen, sonst geht es nicht. Also sonst gucken die Leute nicht. Oha. Ich merke das bei jedem Video, wo ich den größten Self-Bait mache, also wo ich am Anfang auf den Rest baite, da ist die Zuschauerbindung extrem hoch. Und wenn ich das vergesse, dann sackt sie weg. Ja. Außer du machst halt von Anfang an Das 100%. ist echt belastend irgendwie. Ja, das ist eklig, Vor weil allem, man du. wird kritisiert dafür, so, ey, warum? Das ist echt so, wenn ich das jetzt vorne ranhängen würde und man würde jetzt das hören, was wir gerade besprochen haben, so ist es so, ja, ihr dürft nicht so auf die Zahl gucken und so weiter, aber andererseits wollen die Zuschauer das ja scheinbar auch. Ja, natürlich, du kannst in. Also irgendwie, Du kriegst es, wenn, egal Man wen du kann es niemandem fragst. recht machen. Genau, und vor allem Ja. auch egal wen du fragst, also welchen YouTuber, wenn du eine Umfrage machen würdest und fragen würdest, in welchen Videos kommen mehr Abonnenten rein? In denen, wo man am Ende sagt, vergesst nicht zu abonnieren oder wo man das weglässt. Und es ist immer in den Videos, wo du es sagst. Ja. Da kommen immer, also wenn ich in Videos mich auch irgendwie ganz am Anfang vor allem für die Likes des letzten Videos bedanke, was ja dasselbe ist wie, ne? Lass ein Like da, nur halt nicht so behindert. Da kommen viel, 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 viel mehr Likes drauf, als wenn ich nichts von Likes erzähle, weil die Leute diese Call to Action, so nennt man das, die brauchen das halt. Call to Leider. action, okay. Call Ja, of Duty App. man muss echt sagen, also das hat tatsächlich Sinn, ne, dass es immer halt alle sagen. Meistens wird es ja am Ja. Anfang gesagt. Und wenn ihr mehr sehen wollt, vergesst nicht zu abonnieren und zu liken und die Glocke anmachen. Nur ist mir das halt zu dumm. Ich hasse sowas. Ihr habt's gehört, Leute. Genau, Einfach mal ein Like da lassen. deswegen ist diese Glocke auch nicht schlecht, die ich irgendwann mal angefangen habe einzubinden, dass man das visuell sieht. Sowas ist nicht schlecht. Ja, die habe ich auch an bei dir. Also die habe ich bei sonst niemanden an, so. Okay, aber Axel. Oder Axel. Ach so, Axel. ja. Also weißt du überhaupt, wer das ist? Nee, ne? Nicht so richtig, Also oder? ich nehme an, ein Content Creator, Ja, der streamt. der war früher auf YouTube. So Alltags-YouTuber, hat seine Meinung zu Sachen abgegeben. Ansage-Videos. Hat ihn, glaube ich, auch ein bisschen groß gemacht, weil, ne? Kennst ja, Beef und so. Also so ein bisschen wie auch Ding hier, Tanzverbot hat das anfangs auch gemacht, ne? Ah, genau. Ja, durch Tanzverbot wurde er halt bekannter, als er sich, also Tanzverbot sich mit Axel dann verglichen hat. Und ich glaube, maybe hat er auch darauf reagiert oder so. Okay. Axel hat aber auch Vlogs gemacht zu Lebensmitteln Ah, und also, sowas, ne? Kennt man ja die auch. er gerne isst oder die besonders gut Ich für habe einen, keine Ahnung, weil. weil das Ding ist, sein YouTube-Kanal wurde halt gebannt dann irgendwann. Warum weiß man das? Ich glaube, es wegen der Ansage, dass er der fetteste YouTuber Deutschlands werden würde. Okay, das ist Und sie haben natürlich. ihn halt zum Selbstschutz Ja, gebannt klar, das dann. ist, weil. Dazu habe ich, Das ja? wollte ich ansprechen. Ich glaube, er ist ziemlich pufflig, ne? Ja, es ist ziemlich pufflig. Das ist halt krass. Also schon, jetzt nicht nur pufflig, sondern wirklich körperverletzungspufflig. Ja, er hat auch ein Alkoholproblem, meine ich.
Ich glaube, er hat das mal gesagt in den Videos, die ich geguckt habe. Okay. Also man erkennt halt Alkoholproblem-Menschen immer an ihren Augenringen. Also wenn die so richtig... Lebt man dann nicht? Also erkenne ich mich auch so irgendwie. Sind als, schlafen die dann nicht richtig? Also... Ich weiß es nicht, woran das genau liegt. Ich glaube einfach an den... Oder an den Giften, die sie sich halt zuführen. Soweit ich weiß, werden einige Gifte unter den Augen gelagert. Also Alkohol ist ein Nervengift halt. Also ich... Wobei ich es auch gerade nicht so genau weiß, ob die wirklich in den Augen... Aber, also ich hatte halt einen Mitarbeiter mal und der hatte auch Alkoholprobleme. Man kann es halt im Gesicht erkennen, so. Okay. Dass sie mal Alkoholprobleme hatten. Ich kenne alkoholgeschädigte Kinder. Schrecklich. Die, echt? Also nicht persönlich, aber das ist eine offizielle Krankheit auch. Also Alkoholkinder werden die so salopp genannt. Ist stimmt. Aber. Du meinst, wenn die Mutter getrunken hat während ihrer wenn man während der Schwangerschaft trinkt, dann das sieht man den Kindern auch an. Also das kann man direkt ausmessen, ob die diese Krankheit haben oder nicht. Krass. Und ja, ist mir jetzt dazu eingefallen. Nervengift, so. Ja, Alkohol ist schon echt eine Scheiße. Naja. Mhm. Ja. Gut. Ja, also er hatte auf jeden Fall oder hat Alkohol. Hatte er Alkoholprobleme? Oder? Angeblich hatte er. Ich weiß nicht, ob er immer noch trinkt. Aber so wie er das gesagt hat, klang es nicht so. Okay. Achso, ja, hier ist noch ein Zitat. Bin schon über 3 Jahre gebannt. Zu meiner Halbzeit wurde mir gesagt, dass ich aus Selbstschutz gebannt wurde und ich entbannt werde. Kaum habe ich mein Management gekündigt, weil die mich abziehen wollten, war der Deal hinfällig und keiner antwortet mehr. Also echt zum Selbstschutz gebannt. Ja, ja, das... Aber das Management hätte es wahrscheinlich noch reißen können, so wegen den Kontakten, und dann hat er es halt, ne, gekündigt und dann war halt RIP. Aber ist ja wirklich kein guter Content. Also man kann das sicher nicht auf YouTube stellen und sagen, ich fresse mich jetzt voll, ich fresse mich krankhaft voll und das ist mein Content. Ich meine, diese Sachen gibt es ja, diese Mukbang-Videos da. Ja, ja. Das ist echt widerlich. Aber hätte das Gegenteil gemacht, das wäre, glaube ich, gut angekommen, so ein Abnehmprogramm oder ja, so. Ja, das wäre sowas ballert. Hätte er noch Sponsorships ranbekommen, wenn er es geschafft hätte, von wegen, ne, so Bücher und so alles Mögliche, glaube ich. Auf jeden Fall. Vor allem kommt dann irgendwann eine Kette, die sagt, ja, ne, wie Subway. Mit Subway abgenommen, dieser Jared, gibt's ja, ne, gab's ja früher. Der hat ja einen dicken Werbedeal da am Start gehabt. Stimmt, ja. Der hatte auch 500.000 Abos, bevor er gebannt wurde. Ach so, der Axel. Axelini, ja. Das ist schon nicht schlecht, 500.000 Subs, das ballert. Ja, aber der hatte auch schon vorher mehrere Strikes irgendwie. Ja, ja. Mindestens ja 2 dann scheinbar. Bei 3 wird man komplett, also ohne Nachfragen. Ja, ich glaube auch, dass man maximal 3 ansammeln darf. Ich glaube, der 4. wäre dann der Bannerich oder halt schon der 3. Da bin ich mir nicht sicher, aber es gibt auf jeden Fall Anzahl X und dann bist du weg. Ja, auf Twitch ist er auf jeden Fall auch gebannt. Da hat er immer Drunk-Streams gemacht und Fortnite-Content, PUBG und FIFA. Wie ist denn das? Ich glaube auch GTA. Wie ist denn das mit Drunk-Streams? Darf man die jetzt machen? Eigentlich nicht, oder? Drunk-Streams darf man. Man darf nur nicht für Donations trinken. So. Ach so. Du darfst also selbst trinken und auch betrunken sein. Es darf aber nicht an eine Einnahmequelle gebunden sein. Ja. Okay. Das wäre auch irgendwie nicht richtig. Ja. Unmoralisch und... Ja. Man darf sich, glaube ich, auch für Donations nicht ausziehen, soweit ich weiß. Okay, das ist ja klar, dass das ist auf Twitch. Ja, klar, aber ich meine, also, solange man keine Haut zeigen würde, wäre es dann ja auch so in der Theorie. Aber okay. Wahrscheinlich würde das auch durchgehen, oder? Aber man darf es gar nicht halt. Ich glaube, wenn ich so eine Elchgeweihe anziehen würde von Weihnachten und sagen würde, wer 10 Euro donated, sobald das passiert, ziehe ich es aus und ich mache das so. Ich weiß nicht, ob ich dann Ärger bekommen würde. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube nicht, aber bei Twitch weiß man nie. Ja, also du hast es ja auch gehört wahrscheinlich mit der Frau. Ich habe schon vieles mit Frauen auf Twitch gehört. Ja, stimmt. Das können wir direkt auch ins Thumbnail packen. Und diese Frau, also die hat halt ihre Vagina in die Kamera gehalten. Ja, Vagaga, was? Ich glaube, 8 Minuten lang irgendwie gestrippt und dann auch geöffnet. Also die ausgepackte mit JJ in die Kamera und dann auch aufgemacht. Und war das dann zu Leerzwecken? Das war aus Versehen, angeblich. Ach so, das kennt man. Der Stream geht an, sie tanzt da so rum, sieht sich halt dann aus, schätze ich mal, und macht das denn so. Ja. Mir auch andauernd, also das kann einem schon mal passieren. Ja. Wie lange wurde sie gebannt, meinst du? Wurde sie für immer gebannt? Oder? Also ich besteige das Pferd mal von hinten und sage, ein Mann wäre dafür natürlich für immer gebannt worden, aber sie wurde, lass mich raten, 14 Tage. 3 Tage. Und sie hat ihre Partnerschaft bald. Was? Ja. Weißt du, Twitch guckt sich das so an, so 8 Minuten lang, die Muschi so in der Kamera. Ja, das ist ein Versehen. Entbannt die schnell. Ihre Aussage war, dass das eigentlich für OnlyFans gewesen sein werden sollte. Oh, wow.
Also sie hatte halt OBS laufen. Also sie hat aus... Wohl auf Stream okay. ist sie aus Versehen gegangen, anstatt auf Aufnahme. Also das hört sich ja nach einer, eher nach einer beliebten Porno-Kategorie an, von wegen unbewusst. Ich sag mal so, geschadet hat sie ja nicht. Sie hat nämlich Onlyfans und sehr viele neue Follower und alles Mögliche geerntet dadurch. Och, ja. Und gutes Licht auf Twitch scheint es auch nicht, weil ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Es ist so dumm. Also, ja, ich find sowas auch die nicht. Die sollen doch dann die Regeln lockern, wenn sie sowas auf ihrer Plattform haben wollen. Anstatt dann so ein Mischmasch aus, weißt du, was ich meine? Ungerechtigkeit. Ja, natürlich. Das ist auch, so, man kann sich nicht mehr... Wenn die Pornostreamer haben wollen, dann sollen sie es halt zulassen, anstatt dann immer genau. so rumzuholen. Man kann sich nicht mehr sicher sein, auch was man, vor allem auch was man sagen darf und was nicht. Es heißt ja immer freie Meinung. Und natürlich gibt es auch einen Unterschied zwischen freier Meinung und Hassrede, ganz klar, ne? Nur du hockst halt da als normaler Mensch und sprichst sofort dich hin und hast dann auf einmal ein Problem, wenn du jemanden beschreiben musst, der schwarze Haut hat. Weißt du, du also man fühlt sich ja dann, vor allem auf Twitch, sehr eingeschränkt. Also man hat Schiss, überhaupt irgendwas dazu zu sagen, also egal was. Man ist direkt so, oh, und das soll ja eigentlich, das ist ja genau das Gegenteil. Weil wir alle gleich sind, völlig egal, wie wir aussehen, sollte das nicht wichtig sein. Ne? Man sollte ganz frei sprechen können über alles. Aber da ist man halt dann direkt so, oh, was kann ich jetzt sagen, was kann ich nicht sagen? Natürlich Standardgeschichten, ja. Jetzt nicht irgendwie die N-Bombe raushauen, obwohl also Wörter sollten halt nicht diese Kraft haben, die sie haben. Wörter müssten entkräftet werden. Ja. Also ich bin zwar überhaupt nicht dafür, dass man die ganze Zeit, ich kann es jetzt noch nicht mal jetzt sagen. Ich würde es auch nicht sagen, hä, was hast du vor? Ich hab's nicht vor. Ich könnte es noch nicht mal als Beispiel, im Beispiel sagen, weil es so extrem negativ belegt ist. Ah, negativ, okay. Ja, negativ, ich hab's noch ausgerauscht. Es ist so negativ belegt halt einfach. Und das ist irgendwie quarktaschenmäßig. Ja, hart quarktaschen. Dass PogChamp auch entfernt wurde, finde ich ja auch, wegen den, von dem... Halt, also das Gesicht poppt, ja. Der Typ hat halt Aussagen auf Twitter getätigt, die nicht so okay waren irgendwie. Ja, halt dumme Aussagen. Ja, das ist ja eigentlich ein eigenes Riesenthema mit dieser, das ist ja Cancel Culture eigentlich, ne? Er wurde gecancelt, sein Emote wurde gecancelt, deswegen. Ah. Und da habe ich im Stream schon gesagt, ich finde das mit das Dümmste, was es heutzutage gibt, diesen Dreck. Weil wenn ein Künstler zum Beispiel auf einmal rauskommt, dass er irgendeinen Scheiß gemacht hat, auch wenn es was echt Krasses ist, das hat er dann mit seiner Kunst nichts zu tun. Ja, wenn da jetzt nicht gerade versteckte Botschaften Mobbing, sind. Wenn man den dann so ausschließt von allem. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Man schließt den ja auch nicht wirklich aus. Man entfernt nur seinen Emote. Aber so, weiß nicht, ich verbinde mit dem Emote halt überhaupt nicht diese Person. Und mir ist doch egal, was er auf Twitter schreibt. So, ja, genau. Das ist ein ganz anderes Blatt. Das steht woanders. Ich meine, ich kann es verstehen. Ja, man kann es nachvollziehen. Twitch will keine Bad Publicity. So, ey, die haben da diesen Kopf von diesem... Ich weiß gar nicht, was er genau gemacht hat. Irgendwas... Bisschen in die rechte Ecke irgendwie, glaube ich. Aber ich soll es nicht sagen, wenn ich es nicht weiß. Aber egal. Kann ja jeder googeln. Aber es war eigentlich so eine komische Aussage. Ich meine, klar, wenn man wirklich jemanden hat, der halt dann auf einmal bekennender Rechtsextremist ist, der richtig reinkackt und es geht halt dann wirklich um sein Gesicht. Ja, okay, gut, ne, dann kann man es wiederum sehr gut verstehen, wenn man das entfernt. Aber wenn jemand durch die Bank... Dann ist da wieder so eine Frau, die ihre Vagina... Ja, genau, dann hast du so eine, dann bist du mit der Aussage so, Mademoiselle, aus. Ja. Naja, das ist aber eigentlich nochmal ein riesen eigenes Thema. Ein schöner Stoff, über den wir mal schwätzen können. Ich kann es auch verstehen, dass Twitch die Frauen halt ein bisschen nicht so hart anpackt wie die Männer, weil Frauen es eh schon schwierig genug haben im Internet. Also das war auch, glaube ich, mal irgendwann mal ein Statement von Twitch. Okay. Aber so, ich weiß nicht, sie hat ja komplett die Richtlinien gebrochen, oder die AGB. Ja. Die AGB sind Richtlinien, ne? Ja, das ist, ja. Also gut, AGBs. Ja, doch. AGB, Arbeitgeberbedingungen? Ne, was heißt denn das? Arbeitgeberbedingungen. Das müssen wir schnell rausschneiden, falls es nicht richtig ist. Ja, stimmt. AGB. Allgemeine Geschäftsbedingungen. Ach, schneid das raus. Nein. So viel Karten. Wir wirken wie so weltfremde Dödel. Arbeitgeberbedingungen, ist doch klar. Ja, liegt an Corona, wir sind schon 10 Jahre in Isolation. Da kann das schon mal passieren. Aber ich finde, weißt du, das ist doch auch genau das Gegenteil von Gleichheit. Wenn man sagt, Frauen haben es so schwer, komm, wir behandeln sie nicht wie alle anderen auch, sondern ganz anders. Das ist einfach dumm. Also ich denke halt, dass es aber eher aus dem Lager kommt, dass es halt dann doch wieder die Männer sind, die da hocken und die Weiber halt einfach geil finden und sich sagen, was ist schon dabei? Ah, komm, raus. Also ich glaube nicht, dass da jemand wirklich aktiv sitzt und sagt, ja komm, die hat sie jetzt zwar 30 Minuten lassen vor der Kamera, aber die hat es ja sonst so schwer.
Nein, aktiv nicht. Also ich glaube, dass das ist der Deckmantel dieses Frauen haben es nicht so, obwohl wir alle wissen, dass es Frauen also, gerade auf. Bei der Aussage ging es ja auch nicht darum, dass sie, eine Frau, die das macht, nicht gebannt wird. Das war ja. Ja, ja. Es waren eher so harmlosere Sachen dann. So grundsätzlich dass sie halt. Nicht so hart bestraft werden für also andere ja, Dinge natürlich. Halt. Aber bei sowas hätte man eigentlich hart durchgreifen müssen, weil das sendet ja auch ein falsches Bild gegenüber den Content-Creatern. Also ich sag mal so, wenn livewebcam.com oder so, wenn die Frauen, also die können ruhig ja alle zu Twitch rüberkommen, wenn Twitch das erlaubt. Ja, weißt du, was ich meine? Genau. Und also da darf sich Twitch ja dann auch nicht wundern. Dann die dürfen, genau, da dürfen sie sich vor allem nicht verstecken und sagen, was, sondern sie lassen es ja aktiv zu, was so passiert mitunter. Warte, wo war ich stehen geblieben? Achso, ja, ich habe mal ein Interview gesehen von, ich glaube, das war, die war, glaube ich, ist, glaube ich, sogar eine der bekanntesten gewesen im Geschäft. Also so Camgirls jetzt oder was? Camgirls, genau. Ja, natürlich. Die war halt auch, wie soll ich sagen, halt quasi eifersüchtig auf die ganzen Twitch-Girls, weil die Twitch-Girls, die müssen halt gar nichts machen. Die sitzen einfach nur da und haben vielleicht einen Ausschnitt, das hab ich auch gesehen. Bekommen ich richtig viel Geld. Ja. Ne? Und die auf diesen Seiten zum Beispiel, die machen halt alles. Und die müssen sich so einen kompletten ja, Pferdedildo reinrammen, das was kommt. Da denke ich mir auch so, ja, dann kommt doch rüber auf Twitch. So. Und Twitch findet das ja auch gut. Und Simp soll ja auch als Wort gebannt werden irgendwie. Und das finde ich auch, das ist ein weiter unterstützender Punkt, dass es reichweitentechnisch und dann natürlich auch Hand in Hand damit einhergehend finanziell für Frauen viel besser auf YouTube und Twitch laufen kann als für Männer. Ist es ja auch gut eigentlich, wenn das Twitch so gut läuft. Dann brauchen sich Frauen nicht so verkaufen. Also von dem her ist es ja eigentlich auch gut. Und wenn die Männer da Geld ausgeben wollen, okay, machen, können sie ja machen. Ja. So. Und Twitch hat halt auch was davon. Dann wird die Plattform langlebiger. Passt. Ja klar, schlimm oder schlecht ist es nicht. Nur wenn man halt dann gerade von dieser Gleichheit spricht, man muss das halt dann mitbedenken in dem Fall. Dass das insgesamt von den Startbedingungen ja theoretisch... Das mit den Bands ist Quatsch. Ja, genau. Und das ist halt dann darauf ausführend, auf diese Bands, zumindest da müsste ja dann Gleichheit gelten. Finde ich auch. Sollte es immer tun, weil, also vor allem auf Online-Plattformen. Genau. Weil man dann weiß, ja, man weiß, wie man sich benehmen muss und so weiter. Und bei Twitch ist das so, klar, man hat die AGBs oder die Regeln, aber wenn sie sich dann so unterschiedlich unterscheiden, ist halt irgendwie nicht so gut, ne? War das bei Monte nicht auch mal, dass er aus Versehen mal sein, also noch nicht mal die Unterhose, ich glaube, er hat irgendwie mal seinen Tanktop, ist zu weit runtergerutscht, wenn man da einen Nippel gesehen oder sowas. Und dann wurde er gebannt. Ja, das wurde ich gerade nämlich erwähnt, weil ich habe das so in Erinnerung, dass man seine Boxershorts gesehen hat. Das weiß ich, das weiß ich auf jeden Fall auch. Er wurde gebannt oder so. Also wenn man den Boxershorts sieht, lächerlich. Gerade bei den Tanten, die halt dann, es gibt ja diese ultra engen Hosen, wo du alles erkennst. Man hat zwar noch was an, aber man sieht trotzdem alles. Und da ist halt auch die Frage, man könnte sich ja theoretisch auch nackig hinsetzen und sich anmalen. Und dann sagen, ich habe ja noch eine Farbe auf mir drauf. Das darf man das tatsächlich. Ja, also du darfst auf Twitch komplett nackt sein, also praktisch deinen Hintern komplett in die Kamera spreizen, solange er angemalt ist. Das weiß ich jetzt nicht. Weißt du auch, wenn er drin angemalt ist? Ja gut, das ist dann wiederum die andere Frage, ne? Weil ich meine, dann könnte man sich ja tatsächlich, also gerade wenn man dann auf diese Schiene geht, kann man ja sagen, ich ziehe mich immer mehr aus, Brustspende darf man ja nicht. Aber ja, ne, das könnte man ja trotzdem irgendwie einbauen. Dann machen sie sich langsam nackig und die Titties sind halt angemalt. Was glaubst du, wie viele Zuschauer man hätte? Also jetzt leider als Frau nur in dem Fall, als Mann kann man da nicht viel mitmachen. Wenn man als Mann sich obenrum auszieht, ne, bist du weg. Ich habe die Idee des Jahrhunderts, glaube ich. Daraus. Einfach anmalen, wie als wäre man nackt. Oh mein Gott. Und dann so Strip-Show oder so. Oh. Weil dann hat eine Winterjacke an. Geschäft. Und auf die Winterjacke malt man einen nackten Körper drauf. Und dann zieht man sich wieder an. Bam. Oh mein Gott. Das wäre Kunst. Wäre Money-Regen. Money-Regen. Das wäre Twitch-kritisierende Kunst. Ja, richtig. Tsching, tsching, ping, ping. Ja, aber das ist echt komisch. Und wie glaubst du, wie das da wäre? Wir nehmen einmal Beispiel A, ein Mann macht das. Und Beispiel B, eine Frau macht das. Was glaubst du, wer wird zuerst gebannt? Boah, weißt du, was richtig interessant wäre, so ein, wenn man das so machen würde, als Experiment. Aber das Problem ist halt, also für YouTube jetzt so ein Video dann. Ja. Aber das Problem ist halt, dass es dann auch unterschiedliche Personen bewerten und, ne? Ja. Das ist ja nicht dieselbe Person. Obwohl die Regeln ja, man sollte sich nicht bei den Regeln streiten können. Also die Regeln müssten eigentlich alles, also wie im Deutschen halt, die Rechte und so. Man ja, sagt das ja, ist klar und deutlich. Ist alles. Ja, genau. Ja. Du meinst, dass man es nicht irgendwie auf eigene Arten auslegen kann, sondern dass es ausschließlich eine Richtung hat. Festgelegt. Dass es einfach da drin steht, nicht ausziehen,
Wenn man die Shorts sieht, wird man gebannt und so weiter. Ja, sie schreiben ja wahrscheinlich nur was über Nacktheit, ne? Von wegen Und ich glaube sogar auf YouTube ist Nacktheit auch erlaubt, solange es zum Beispiel educational ist. Ja, genau, genau. Gibt ja ganz viele Videos von was weiß ich, Leute, die halt erklären, wie was aussieht oder wie man. Oh, noch ein Thema. Ah. Kennst du einen 61 Minuten Sex, glaube ich, heißt das Channel? Habe ich, glaube ich, früher sogar gesehen. Ist das ein ganzer Channel, der so heißt, oder wie? Ja, ich guck mal, ob der noch gebannt ist. Der wurde nämlich gebannt, wegen so Sachen halt. Okay. Ah ne, da ist nur 61 Minuten scheinbar. Zumindest die Website. Ah ne, 61 Minuten Sex, ja. Das war so ein Typ und auch eine Frau und die haben halt immer über so Themen geredet. Auch, also Aufklärung. Ja. Also richtig gut eigentlich. Weil die auf YouTube ja auch die Jungen erreichen und so weiter. Ja, das ist natürlich, ja. Das ist echt, also der wurde gebannt. Das ist irgendwie dumm. Ja, YouTube macht ja mitunter da auch immer wieder Fehler. Ich habe auch schon bei eigenen Liedern oder bei Covern Sachen bekommen von YouTube, wo es hieß, hey, ne, das ist eins zu eins das Original, mach das weg. Und da musste ich erst richtig schreiben mit dem Support praktisch, mit dem Partner-Support, dass das ein Cover ist und so weiter, dass die Melodie abgeändert ist und pipapo und dann schreiben die halt, oh, sorry, da haben wir uns verguckt. Und ich denke, das kann da auch passieren. Der Algorithmus sieht, da ist zu viel Nacktheit, das bannen wir vorsichtshalber mal. Und im Nachhinein würde man erst erkennen, dass das educational ist. Und den bannen halt dann doch nicht. Ja, aber ich glaube, ein kompletter Kanalbann, der muss von den Menschen erstmal begutachtet werden. Also das ist auch irgendwie merkwürdig, dass sie dann trotzdem gebannt wurden. Ja, die sind scheinbar auch noch gebannt. Ja, ich vergesse sehr gerne Wörter. Ist ja auch, also es gibt ja so viele auch davon. Ja. Vor allem, wenn man halt auch... Kennst du das? Du willst dieses eine Wort finden, weil es so einen schönen Klang hat und so weiter, aber dir fällt es einfach nicht ein. Weil es am besten das beschreibt, ja. Ich finde, das schlimmste Problem ist, wenn du es auf Englisch sagen kannst, aber nicht weißt, wie es auf Deutsch heißt. Und nicht die genaue Übersetzung, dass dir die nicht einfällt, sondern das zu greifen, wie es auf Deutsch perfekt umschrieben ist, ist einfach zu schwer. Man kann es auf Englisch direkt ausdrücken oder mit dem englischen Wort sofort sagen, aber im Deutschen gibt es dafür nichts oder dir fällt es halt nicht ein. Ja. Aber zurück zum Thema. Läuft. Zu extra nämlich. Es ist nämlich was vorgefallen. Oh, ist was vorgefallen? Ja, und vielleicht haben das die Zuschauer jetzt schon gesehen, weil das da mitkommt und so. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht lief es ja schon. Der Einspieler oder wie? Hallo? Ja, genau. Der Einspieler. Ja, da ist was total Schlimmes passiert. Oh Mann. Das hast du jetzt echt falsch gehört. Oh mein Gott. Ja, was krass, ne? Er hat ja auch eine Wunde, eine Einstichswunde, über rechts, also über seiner Schulter am Hals. Die war aber, glaube ich, nur so 1 Zentimeter tief oder so, aber trotzdem krank. Von diesem Angriff, oder was? Ja, von dem Angriff. Ich habe ja das Video gesehen und dachte, sie wäre gar nicht so richtig an ihn rangekommen, aber gut, man hat es ja mitunter auch nicht gut gesehen. Wäre das an die Halsschlagader gekommen oder so? Alter, Falter, wie eklig. Ja. Generell, wenn jemand mit dem Messer auf dich zugeht, aber du musst das ja abwehren. Weißt du, wenn du daneben greifst, greifst du ins Messer. Das ist irgendwie sau... Man muss auch, selbst wenn man sich sagt, ja, ich würde ja dann lieber ins Messer greifen, anstatt dass es in meinem Kopf landet oder so. Ja, ja, okay, wenn es auf den Kopf zufliegt, macht man das dann automatisch. Aber so, man braucht trotzdem, glaube ich, Überwindung. Oder nicht Überwindung, aber diese Geisteskraft auch nicht in Panik zu verfallen oder so, sondern dann logisch zu denken. Es ist aber auch meistens leichter gedacht als getan. Dann, ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn da wirklich jemand auch immer vor dir steht, dann ist es sicherlich kompletter Overflow, so an Gefühlen. Ja. Also auf jeden Fall seine Freundin. Ich glaube, ja, es müsste seine feste Freundin sein, die dann auch dort wohnt. Die hat halt auf dem Balkon, ist auch schon öfter vorgefallen, dass sie halt um Hilfe schreit und so. Ja. Aber diesmal war es halt auf dem Balkon. Und dann kam sie halt zu ihm ins Zimmer und wollte ihn halt abstechen, so. Das ist, uff. Ja, er hat halt erzählt auch, dass sie schon vorher ein Alkoholproblem hatte und auch schon öfter dann zusammengebrochen ist. Und auch so mit Schaum vor Mund und so, also richtig krass. Und dass sie sich also auch schon das Leben nehmen wollte, beziehungsweise es gesagt hat zumindest. Also wegen dem Alkohol dann? Oder gab es da noch andere Probleme? Das ist wahrscheinlich ihr Inneres. Aber davon weiß man halt nichts, ne? Ist ja auch zu privat. Ja. Ja, klar, natürlich. Aber es klingt halt so, ne, als wenn dann wirklich, ich meine, man trinkt ja eh meistens dann so viel Alkohol aus einem gewissen Grund und nicht einfach aus Spaß an der Freude. Ja. Alkoholiker zu sein ist krass. Also krank. Da muss man echt, also die brauchen auch Unterstützung.
Auf jeden Fall. Vielleicht kann man da irgendwas einblenden. Deutsche Alkoholhilfe oder sowas. Ja. Suchtmittel bekämpfen. Ne, nicht Bekämpfung, aber Suchthilfe und Pipapo. Mhm. Aber okay, ich glaube nicht, dass wir Alkoholiker in der Community haben. Aber trotzdem, warum nicht? Ja, das, sowas ist immer gut. Ich glaube, es ist sogar, ist es nicht sogar irgendwo gelaufen? Ich habe irgendwas gesehen, das wurde ich dann verwiesen, wo auch jemand über diese Excel-Sache kurz gesprochen hat. Und ich könnte schwören, da hat man dann kurz diese Alkoholhilfe-Geschichte, so eine Hotline oder sowas gesehen, eingeblendet. Ich bin bekannt vor. Vielleicht war auch das, war das vielleicht das Video, das du mir geschickt hast? Nee, du hast mir nur den Vorfall an sich geschickt, ne? Ich habe halt dann nochmal geguckt zu dem Thema und da, also da, wie gesagt, habe ich schon letztens erwähnt, da kommt halt nur Excels YouTube-Kanal, der nicht wirklich seiner ist, aber von dem anderen, der dann immer Twitch mit und so hochlädt. Ja. Mit dem Thema jetzt, also ich habe, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube Excel 95 und dann Messerangriff oder Attacke oder irgendwie sowas gesucht auf YouTube. Und da drunter, unter diesem Hauptkanal, waren halt Reactions von so random Leuten. Und ja, hat auch, ja, das Witzige war, der Typ, ich will nicht lästern, man sieht ihn erst und denkt sich so, aber dann guckt man es und er hat eigentlich echt coole Sachen dazu gesagt. Also er ist ja auch schon erwachsen gewesen und Erwachsene haben natürlich viel Lebenserfahrung. Er könnte sich mal wieder die Haare schneiden lassen, aber sonst. Aber du meintest so mit seiner gesamten Art, wie er das aufgenommen hat? Ja, er hat halt das Video geguckt und über Lautsprecher. Ach so. Man hat so ein Echo gehört und er hatte eine Webcam auch drin, aber er war halt nur ein Fünftel der Webcam und der Rest war sein Zimmer. So, weißt du, was ich meine? Ah, okay. Das war ja so ein bisschen alles doof aufgebaut. Er hat gute Sachen gesagt, aber eine Sache ist mir im Kopf hängen geblieben, dass er hatte halt auch mal so eine Freundin, die halt sehr aggressiv, also die war die Dominante und hat halt auch ihn geschlagen und so, was ich voll krass fand, weil ich bin kein Schläger, ich würde nie jemand anderen schlagen, aber wenn ich geschlagen werde in einer Beziehung, dann, also ich würde das nicht zulassen. Also. Ja, also ich glaube auch, vielleicht nicht zurückschlagen, aber ich würde das nicht zulassen. Ich glaube, gerade in diesen Standardbeziehungen, die man so kennt, oder dieses vielleicht auch alte Bild, das man hat, dass der Mann auch immer so ein bisschen größer und stärker ist als die Frau, breiter vielleicht, und Frauen meistens im Kopf kleiner sind, da wirkt es dann schon echt komisch, wenn man erfährt, dass ein Mann vielleicht sogar über Jahre gequält wurde von seiner Frau, und man sich denkt, hey, du hättest sie doch schon längst aufessen können, also von deiner Statur her, ne, so. Ja, pass auf, es kommt noch schlimmer. Also, er hat es dann irgendwann realisiert, so, dass das so nicht weitergeht, und dann hat er es halt auch so ein bisschen so angesprochen, und dann meinte sie auch, und ich glaube ihm das, so von wegen, ja, dann gehe ich zur Polizei und sage, du hast mich vergewaltigt. So, das fand ich ja krass, weil man hat das er gesagt schon, ja. Also er würde das dann, er würde das dann über, ach so, das hat sie gesagt. Sie hat es gesagt, ja. Ja, das ist natürlich so, diese Art von verrückter Frau, die dann den Partner zwar irgendwie verletzt immer, schlägt, aber auch nicht ohne ihn kann, so, das ist halt, aber so gibt es ja auch Männer, die auf die Art sind. Ja, 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 auf jeden Fall. Na, ja, das ist auch nochmal eine ganz verdrehte, komische Sache. Krass. So von diesen, auch die Beziehung, weil vor allem diese Beziehungen ja komischerweise auch irgendwie ewig halten. Die Leute verkloppen sich, machen alle möglichen Scheiß mit sich, aber sind ewig lange zusammen und trennen sich nie. Obwohl sie beide so gefährlich sind, aufeinander treffend. Mhm. Und trotzdem bleiben sie einfach toxisch, wie beide dann vielleicht sind, zusammen. Ja, das ist nicht lustig. Ich habe nur gerade an die Rick and Morty-Folge gedacht, wo sie in den Detox reingehen und sich enttoxen lassen, oder was? Oh, die ist auch gut. Ich gucke gerade mit einer Freundin Rick and Morty. Oh, die kommt noch. Nee, das ist, wo die Eltern in dieser Eheberatungsstation sind. Ah, und ihr Gehirn oder ihre Gehirnwellen gescannt werden. Und dann abbild, zum Beispiel von Jerry wird halt als seiner Frau errichtet. Ja. Und umgekehrt. Und das sind halt mega die Monster einfach. Und der Therapeut, der sagt auch so, wie könnt ihr ja nur zusammen sein? Wie ist das wirklich? Ja, genau, genau. Also nachdem die Monster sich zusammengetan haben und die ganze Station zerstört haben. Ja, das war dann der Unterschied zum Rest, ne? Dass die Monster von den beiden kooperiert haben, die anderen haben sich einfach nur gekillt gegenseitig. Ja, die Folge war super. Das ist nice, ja. Ja, solche Sachen sind komisch, solche Beziehungen. Also das ist ganz schwer nachzuvollziehen. Und dann noch so mit Alkohol und so, wie es halt dann da bei Mr. Excel ist oder war, dass er ja damit schon in Berührung war und sie ja wohl mittendrin steckt scheinbar. Ich glaube, er hat auch selbst in dem Video gesagt, dass er ihr nach dem Angriff gar nicht wirklich böse ist, ne? Weil es nicht sie war, sondern der Alkohol in ihrer Art und Weise, wie sie so drauf ist. Aber das ist halt nicht richtig. Das ist halt schon echt krass. Also diese Sicht, ich meine, zum Teil mag das ja stimmen, ne? Klar, wenn man vollgesoffen ist,
dann, ne? Aber der Grund, warum man sich voll trinkt und überhaupt solche Grundgedanken hat, die denkt ja nicht erst, wenn sie betrunken ist, über so einen Shot danach, sondern hat ja schon alle möglichen Gefühle und komische Gedanken im Kopf, wenn man nüchtern ist. Und dann ballert man sich zu und zieht es dann vor allem durch. Ja. Es ist halt dann echt schon ultra gefährlich. Also ich kann ja nochmal sagen, wie es so abgelaufen ist. Also ja, hau raus, zuerst konnte er ihr halt nicht helfen, da sie vom Trinken abzuhalten. Also generell konnte das wohl nie, aber auch an dem Abend halt nicht. Sie war halt stark angetrunken und dann hatten sie Streit und sie meinte so, dass sie nicht mehr leben möchte und ist halt im Flur zusammengebrochen mit Schaum vom Mund. Und das ist laut ihm auch schon öfter passiert. Er legt sie dann ins Bett und hilft ihr beim Atmen oder so. Fand ich krass. Das ist echt krass, ja. Dann in anderen Situationen hat sie halt um Hilfe gerufen und dass sie halt sich einweisen lassen möchte von der Polizei. Und dann meint er halt, ja, wenn du die Polizei willst, dann ruft die Polizei. So, was ich komisch fand, weil er vorher erzählt hat, dass sie ihr Handy zerstört hat. Also... Warte, was, er hat ihr es kaputt gemacht? Nein, sie hat ihr Handy zerstört. Ah, sie hat ihr Handy kaputt gemacht, okay. Aber vielleicht hat er das auch nur durch den Tüdel gebracht und das war danach oder so. Ja. Und dann hat sie halt angefangen, vom Balkon zu rufen. Und da hat er halt realisiert, das ist nicht der normale Umfang. Zitat, ja, nicht der normale Umfang. Weil die Nachbarn auch belästigt werden dadurch und so weiter. Okay. Ja, ja klar, das ist natürlich... Das hört man auch in dem Clip ganz leise, dass sie nach Hilfe schreit. Gab es auch Gerüchte, so er hat sie ja auf dem Balkon ausgesperrt und so bla bla, was natürlich absoluter Quatsch ist, weil dann wäre sie ja auch kaum wieder reinkommen. Ja. Ja, und ja, ich finde, er belügt sich selbst, wenn er sagt, das ist nicht der Mensch, das ist eine Mischung aus psychischen Vorerkrankungen und Alkohol, übrigens auch Zitat. Ja, das finde ich irgendwie komisch. So, also, das liegt wahrscheinlich daran, dass er sie nachvollziehen kann. Weil das ja dieses Betrunkene und warum man trinkt und Alkohol an sich, ne, dass er das dann vielleicht besser nachvollziehen kann als ein Außenstehender. Aber vielleicht auch darum, halt dann eben doch nicht so gut darüber. Also, er hat nicht genug Abstand wahrscheinlich auch dazu, um da halt dann zu urteilen. Man braucht ja eigentlich beide Sichten. Man muss sich voll darin auskennen, in diesem Sumpf, aber genauso gut auch so weit weg sein davon, dass man sich eben nicht blenden lässt. Durch solche Dinge. Ja, ich finde auch, er hätte ihr viel mehr helfen können. Ja gut, also an dem Abend jetzt oder grundsätzlich? An dem Abend und grundsätzlich auch eigentlich. Also so von dem, was er erzählt hat. Aber ich glaube, das ist auch halt für ihn überfordernd. Ja, auf jeden Fall. Wie alt ist er denn? Er stellt es so da, als ob er ja versucht zu helfen. Aber ich finde, er könnte halt mehr machen. Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich gar nicht. 95, also für 95 geboren? Ah ja, er ist wirklich 95 geboren. Ja, also... Ey, dann wird der 25 sein, so irgendwie, ne? Plus, minus. Aber das, der Monat steht da nicht, also ja. Also wird er wahrscheinlich so 25, 26 sein, je nachdem, wann er... Also eher 25. Ja, also in dem Alter, das ist halt auch wieder eine schwierige Sache, ne? Wenn der jetzt 25, 26 ist, da sind die einen so weit, die anderen halt so weit. Das weiß man ja, da ist jeder anders. Und wenn ich jetzt zurückdenke an die gesamten 20er, von 20 bis 30 hoch... Ich weiß nicht, wie groß der Unterschied von jetzt zu dahin ist. Also ich weiß auf jeden Fall, als ich 24, 25 war und meine jetzige Frau ja dann praktisch erst wieder in mein Leben kam und ich mich darauf besonnen habe, dass ich da mein Crush, wie man heute sagen würde, dass ich mir die auf jeden Fall snacken muss sozusagen, da war ich auf jeden Fall noch ganz anders, als ich jetzt halt bin. Krass. Also als ich es jetzt bin, in vielen Bereichen des Lebens. Also da war das schon nochmal ein Unterschied, diese 5, 6 Jahre. Und wenn ich dann noch weiter zurückdenke, so 15 bis 25 oder 15 bis 20 Jahre, also da, so zumindest in meinen Gedanken und auch mit vielen, vielen Beispielen so aus dem alltäglichen Leben, ist es fast egal, ob du 15 oder 20 bist, das ist irgendwie dasselbe. Vom Alter her, bei den meisten, so gefühlt zumindest. Ja, vor allem bei Jungs halt. Bei Jungs sowieso, klar, und bei Frauen, ja, muss man, ist, also hat natürlich, immer noch an bei Frauen, aber bei Jungs auf jeden Fall. Bei Jungs ist auf jeden Fall ein Großteil so, dass, egal ob man 15 oder 20 ist, man ist da genauso. Man ist mit 20 so wie mit 15 und vielleicht sogar mit 23 noch so wie mit 15, also, ja. Ist halt, oder vielleicht sogar noch wie 13 oder sowas, je nachdem. Aber ist ja auch schön. Das Jugendliche muss man sich so lange behalten, wie es nur geht, weil ne, wir haben es ja eben festgestellt, die Zeit läuft immer weiter, immer, immer weiter. Und alt ist man noch früh genug, da muss man gar nicht drauf hinhasseln, obwohl das schon immer mein Lieblingshustle war. Das habe ich auch letztens im Stream erzählt.
Ich habe mir immer gewünscht, dass ich schnipse und dann bin ich 60, dass ich das ganze Schwierige im Leben fertig habe. Wow. Das habe ich mir als ganz kleiner Zwirn schon immer gewünscht. Habe mir so Bart hingemalt und habe mir ganz fest gewünscht, dass ich einfach 60 bin. Aber es hat nie geklappt. So einen langen Bart, so einen richtig langen grauen Bart einfach. Oh ja. Wie so Gandalf oder so. Ich habe auch zum Abschluss schon gesagt, wenn bei mir die ersten grauen Haare kommen, die ich selbst auch sehen kann, sie hat bei mir angeblich schon welche gesehen, aber ich habe die noch nie gesehen. sie ruft dir immer raus abends. Ungefähr. Nein, aber wenn ich graue Haare bekomme, die ersten zwei, drei hole ich mir sofort Powergrau und mache alle Haare grau, Bart grau, Bart. Ja, dann kein Wunder, dass sie sie abends rausruft, wenn du schläfst. Wahrscheinlich. Obwohl sie am Kopf will sie ja eh, dass ich da keine Haare mehr habe. So früh wie möglich am liebsten. Sie will unbedingt, dass ich Glatzenträger werde. Hey, aber das ist gut für dich. Ja, schon. Besser als wenn sie Haare mag und dann hast du irgendwann eine Glatze. Ja, so. Das stimmt, ja. Dann fühlst du dich selbst gegen ihr über auch ja. Schlecht. Jetzt fühle ich mich ja schlecht, weil ich noch Haare habe. Ja, aber genießt. Ja, auf jeden Fall. Ich genieße es euch. Ich kenne das ja mit den dünnen Haaren. Ich habe da früher nie drüber nachgedacht. Ich habe auch schon immer krasse Geheimratsecken gehabt, aber dann irgendwann hat sie von oben mal auf meinen Kopf runtergeschaut. Da stand ich im Auto und sie war oben auf der Terrasse und dann sagt sie auf einmal, oha, du hast voll das Loch im Kopf. Und ich so, was? Und dann wirft sie einen Stein runter. Und dann wirft sie einen Stein runter und sagt, jetzt. Ja, genau. Aber zurück zu Mr. Axe. Also, ja. Mit 24, 25, 26, ja, je nachdem, wie weit er ist, ne, kann man da halt dann mehr machen oder auch weniger. Ich glaube, wenn meine Mademoiselle so wäre, hätte ich schon mit der Familie zusammen sie gezwungen, dass sie sich in Behandlung gibt. Ja, genau, so meine ich ja, dass man hilft, halt aktiv auch wirklich dann zur Suchtberatung geht mit ihr genau. Oder sowas. Ja, und ich finde halt, dass er sich selbst belügt. Oder beziehungsweise, wenn man ihn halt zuhört, wie er sagt, es ist nicht dieser Mensch, es ist eine Mischung aus psychischen Vorerkrankungen, Alkohol. Ja. Ich finde, also wenn man das hört von ihm, und er sagt das sehr oft dann, er sagt die ganze, ja. Also ich finde, das klingt wie eine Lüge an sich selbst, so sich das irgendwie gut zu reden, er sieht halt noch den Funken Hoffnung in ihr, so. Was ja okay ist, aber ist auch nur meine Meinung. Also ich finde schon, also ich finde das auch, dass wenn er das sagt, um sich vor allem zu beruhigen und die anderen, ne, so von wegen, ja, aber ne, ist ja alles halb so wild, das ist ja nicht sie, die mich angegriffen hat, dann finde ich es quakig. Aber wenn er halt sagt, du musst in Behandlung gehen, guck mal, du hast schon wieder was gemacht und man merkt, dass du voll bist mit deinen psychischen Geschichten und eben Alkohol, ja. Wortwörtlich voll mit dem Alkohol, dann und man daraus eben resultierend sagt, du musst jetzt in Behandlung gehen. Und wir helfen dir jetzt alle. Ihre Familie, sofern da noch alle vorhanden sind, seine Familie, Freunde, Bekannte. Jeder muss dann einfach ne, da am Start sein und sagen, so, du gehst jetzt da rein, wir fahren dich hin und dann gehst du mal schön in Behandlung halt. Ne, so. Ja. Das ist, denk ich, auch die beste Hilfe. Weiß halt nicht, was da im Moment auch schon so ist. Ob sie unbehandelt ist und die halt einfach zusammenwohnen und ab und an was passiert. Oder ja, ob... gut, das ist ja noch falsch, stimmt. Aber ich glaube nicht, dass sie in Behandlung ist. Aber ich habe wirklich nur dieses eine Video gesehen. Du hast dich ja, glaube ich, ein bisschen mehr informiert. Ich habe halt seine Statements dazu dann noch geguckt. Ja. Und ja, okay. Die Infos rausgesucht, wer das überhaupt ist, so, weil ich habe den jetzt auch nicht so krass verfolgt. Aber wenn man dann hört, Reviews über Essen und Ansagevideos und Drunkstreams, ja, dann klingelt das ein bisschen. Ja, weil es ist schon... Es ist halt diese typische jugendliche Content-Creator. So auf Schock. Gehen. Ja, nicht so auf Schnitt und sowas, sondern einfach, ja, ich betrink mich im Stream oder ich Ansagevideos halt so. Also du meinst halt, dass man nicht wirklich auf Content geht, den man sich lange großartig ausdenkt und wo halt was drin ist, wo was dahinter steckt, sondern man geht auf die einfachste Möglichkeit, ich sauf mich heute tot, seid dabei, morgen fresse ich mich tot und vielleicht erschieße ich übermorgen jemanden, ne? Also die auf dieses einfachste... Und das Simple. Ja, genau, das Niederste, das wollte ich gerade sagen, die niedersten Bedürfnisse der Zuschauer. Man verkauft sich halt selbst an die Zuschauer, anstatt Content zu kreieren, wirklich. Aber es ist auch ein anderes Thema. Ja, das ist wieder was anderes, das stimmt. Es ist, ja, es ist wie Promis auf Social Media halt. Wo dann diese Storys immer kommen mit den Kindern, die irgendwas gemacht haben, was wunderbar ist. Ja, also es gucken sich halt Leute an, aber es ist halt nicht jetzt irgendwie eine Serie, die jemand zusammengeschustert hat, an Videos oder so, irgendwas. Ja. Das ist auch egal.
Ja. Dumme Aussage hier. Ja, ich wollte aber eben noch kurz sagen, ist die ganzen Leute, die immer diese Klatsch-Zeitungen gelesen haben, die Bunte, die, diese ganzen, ich sag mal, also ich kenne da fast nur Frauenzeitschriften. Für die ist dieser Podcast gerade. Für die ist dieser Podcast und vor allem, das sind die Leute, die jetzt gar nicht mehr so stark auf die Zeitschriften gehen, sondern wirklich auf Twitter gehen und gucken, was die ganzen Stars mal wieder gemacht haben. Also kurzum, Leute, die sich überhaupt dafür interessieren, was andere machen. Zurück zum Thema. Mhm. Ja, wo waren wir stehen? Bla bla bla. Stimmt, ja, die Staatsanwalt ermittelt jetzt auch, weil irgendeine Presseabteilung das weitergegeben hat. Und ermittelt jetzt praktisch gegen sie, wegen Angriff, ne? Auf. Ja, ja. Ich meine, die Beweislage ist klar. Mhm. Jetzt kommt es nur auf die Aussagen und so an. Er wurde nämlich vorgeladen, aber er hat halt dem Zuständigen gesagt, dass er eigentlich keine Aussage tätigen möchte. Und wenn er das nicht macht, kommt er in Ersatzhaft, ein Zitat Excel, ich weiß nicht, was Ersatzhaft ist, und er hat auch dran gezweifelt, ob das richtig ist, deswegen keine Ahnung. Oder halt U-Haft, je nachdem. Okay, Ersatzhaft hört sich komisch an. Ja. Was ersetzt diese Haft? Sein Nicht-Erscheinen. Genau. Er hat es gesagt, ich habe es nicht gegoogelt. Guck gerade, eine Ersatzfreiheitsstrafe ist eine Freiheitsstrafe, die vollzogen wird, wenn eine vom Gericht verhängte Geldstrafe nicht geleistet wird. Okay. Aber ich glaube, er muss ja nicht gegen sie sprechen. Er kann ja auch sagen, keine Ahnung, er muss ja eigentlich die Wahrheit sagen, von wegen, sie hat mich angegriffen. Ja, man sieht es, also es ist ja live zu sehen. Ich meine, natürlich ist da trotzdem nochmal zu hinterfragen, also ohne ihm das jetzt vorzuwerfen, ob das halt echt war, weil es gab ja schon Fälle, es gab einen, glaube ich, PlayStation oder K-Station oder sowas, der hat solche Sachen gefaked. Der hat sogar den Tod von seiner Freundin gefaked, darüber Videos gemacht, wie er heult und dabei. Das stimmt es gar nicht. Und das ist komplett krank. Irgendwas mit Station heißt der. Komplett behindert. J-Station, glaube ich. Genau. J-Station, ja, genau der. Der hat einfach über so einen Scheiß andauernd solche Kackvideos gemacht. Und das ist natürlich dann, gerade wenn es vor Gericht geht, ultra wichtig zu erfahren, ob die nicht beide einfach um Publicity zu schnitzeln, sowas. Ne, haha, ich greife dich an. Ah, guter Plan. Da gab es auch einen Leak vom Drachenlord-Discord, wo Drachenlord es sagt, dass es vielleicht ein Werbegag sein könnte. Ob sie ihn wirklich abgestochen hat, ist halt die Frage letztlich. Ich glaube da nicht dran. Ja, es kann auch gut sein, dass es kann auch. Die Sache ist, ihr müsst bei Videos immer aufpassen. So. Es kann auch gut sein, dass es irgendeine Werbegag gewesen sein soll, irgendein Scheiß im Sinne von, oh ja, hol mir jetzt möglichst viele Aufrufe rein, so in dem Sinne. Außerdem hat er echt eine Freundin. Das dachte ich mir auch, das war die erste Frage von mir auch. Das wäre ja mal mega krass, das als Marketing zu benutzen. Um das wäre nicht so ungewöhnlich. Das würde ich bei dem den sofort zutrauen. Ja, kann man schon. Also ob das jetzt tatsächlich so war, ob das jetzt oder keine Ahnung. Ne? So zum Thema Klatsch und Tratsch. Ja, sowas kann natürlich leider heutzutage sein. Ich glaube, früher war sowas eher seltener, aber heutzutage auch diese ganz berühmtes Beispiel, der Knilch, der auch in dem Wald war und den Toten gefilmt hat. Oh ja, hier. Oh, habe ich es nicht. Logan. Irgendwas mit Logan. Logan, ja. Genau, der Paulus. Der Logan, dessen Paulus, der hat so ein Video gemacht, wo es um diese Brillen ging, die einen farbenblinden Menschen Farbe sehen lassen. Oh, und das war doch auch gefaked, genau. Ja. Er stellt sich hin und weint. Es gab ja mal eine Zeit, da war das irgendwie voll in. Da gab es auch immer ganz, ganz viele Videos, wo man sich irgendwann schon gefragt hat, ist das überhaupt wahr? Und ja, bei ihm war das dann eben auch, dass Ausschnitte aus anderen Videos genommen wurden, wie er halt im Hintergrund sogar irgendwelche Farben umstellt von der Lampe und die genau beschreibt und sagt, jetzt mache ich grün, jetzt mache ich rot, das mache ich gelb und so weiter. Ja. Und dann irgendwie Jahre später macht er diese Brille und so. I'm about to put on these glasses that are going to cure my color blindness for the first time in my life. Yeah, let me tell you about the color of blue. Oh, what about the color? Red, I think it is. How about yellow? You guys like yellow? Oh, what about a little green? Huh? How about green? Purple? You guys like purple? Oh. Aber das finde ich irgendwie cool, dass so ein Meme dann zur Aufklärung. Ach so, ja, das stimmt. YouTube ist halt nur so Meme, Paul Logan, gut. Ja, guck ich mir mal kurz an, 15 Sekunden kann ich mir leisten.
schicken. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon ist eine nice Sache. Und gerade eben den ganz jungen Leuten, weil da gibt es ja auch belegte Studien, die aussagen, dass es wird immer schlimmer, was die Leselust bei den jungen Leuten angeht. Es wird immer weniger gelesen. Du gibst irgendeinen Text aus und sagst, da steht alles drin, dann sagen die, ja, kannst du mir es nicht einfach sagen. Also das ist, und es wird immer krasser. Man dachte schon, dass es bei uns in den 90ern sehr schlimm wäre, aber jetzt mit dem ganzen Internet, den Kurznachrichten, den Emotes und so weiter, ist es ultimativ krass geworden. Mhm. Und ja, da ist natürlich Nachrichten, die über solche Meme-Formate rausgehen, wenn sie denn der Wahrheit entsprechen. Ja, hoffentlich der Wahrheit dann. Das ist halt dann für die ganz Jungen nicht schlecht. Obwohl, wenn es die Unwahrheit ist, kann man sagen, ja, war nur ein Gag. Ja, das ist allerdings kommt so. Kommt halt immer auch aufs Thema an, so. Ja. Ist halt schwierig. Aber muss man, ja, muss, das ist die Zukunft halt. Genau. Muss man halt immer gucken. Also gerade da bei dem Excel, da ist halt, das wäre sehr bitter, wenn da was rauskommen würde, dass das ein Fake war. Und ja, das... es gab schon vorher, also sie ist auf jeden Fall, hat Alkoholprobleme, von daher... Ja. Ja gut, dann, also dann, zumindest als ich danach geguckt hab, dann steigt zumindest der Wahrheitsgehalt steigt schon gut an. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es wahr ist. Ja, genau. Und ich meine, die Wunde sah eigentlich auch recht aus. Also das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe eigentlich nicht gesehen, dass das Messer so nahe ging, aber... Ja, das... Habe ich jetzt auch nicht sonderlich drauf geachtet. Ich war auch einfach nur halt so schockiert, ne? Also ich habe, glaube ich, zuerst davon berichtet bekommen im Stream. Es hieß, hey, hast du das gehört mit hier Excel? Dass da was passiert ist und ich, nee, und dann wurde es beschrieben und ich dachte schon, wow, krass. Und wenn man das dann sieht, dann ist es halt nochmal echt so, es wirkt halt so eklig, also es ist ja echt und es wirkt gerade über diese Facecam, weil man auch alles einfach so originalgetreu sieht, halt ultra unangenehm echt. Ne? Also, ja. Ist halt also, auch die Frage, ob sie ihn halt irgendwie, ja, das ist jetzt aber Klatsch, aber ich meine, er hat irgendwas in die Richtung gegeben von wegen, ich glaube, sie hat ihm auch was vorgeworfen, so von wegen, dass er sie halt verletzt hat und so weiter und so fort. Was auch nicht sein kann, weil er schon irgendwie seit 5 Stunden vor der Facecam saß. Da frage ich mich halt, ob sie ihn halt weglocken wollte mit diesen Hilfeschreien, damit es keinen Beweis gibt, dass er nichts gemacht hat. So, weißt du, was ich meine? Ja, klar, natürlich. Und ja. Er hat auch deswegen... Genau, er hat auch gemeint, er ist auch deswegen sitzen geblieben oder beziehungsweise, das hat dieser Kommentator gemeint, der das Video angeschaut hat, dass sie ihm schon diverse Sachen vorgeworfen hat und er gekonnt sitzen geblieben ist, während sie rumgebrüllt hat, um zu beweisen, dass er ihr nichts tut. Und sie hätte halt immer wieder geschrien, dass er ihr was macht, obwohl er vor der Kamera sitzt und das hätte irgendwie untermauert, dass er sowas nicht macht. Aber als sie halt dann reinkam mit dem Messer, dann muss man natürlich dann in Aktion treten. Ja, aber das Thema haben wir auf jeden Fall durch, denke ich, oder? Ja, also ich meine, wir können natürlich gucken, was will man am Schluss von einem Podcast hören? Will man da eine Art Resümee hören? Oder ist dann einfach Tuck? Das weiß ich halt nicht. Ich meine, ich kann mir beides vorstellen. Ist auch schwierig, da ein Resümee zu... Ja. Guck mal, jetzt habe ich wieder ein Wort vergessen. Was sagt man da? Ist es auch schwierig, ein Resümee zu erläutern? Ich glaube, man sagt auch Resümee ziehen, oder? Zu ziehen, ja. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Doch, das passt schon. So irgendwie, ja. Aber genau, also ob das halt gut wäre, ich meine, was könnte man da jetzt großartig sagen? Sowas wie, ja, zusammenfassend war die ganze Sache echt schockierend. Keine Ahnung, wünschen... Nein, das klingt mega gekünstelt. Also nee, auch nicht jetzt. Das ist jetzt nur ein Vorschlag, wie man das halt... Nee, ich meine, ist ja klar eigentlich, was man denken sollte, oder? Dass es halt Alkohol scheiße ist und... wahrscheinlich braucht man keine letzten Worte. Dass ihr euch Hilfe wollen sollt, wenn ihr... Aber wir haben eh keine Trinker, soweit ich weiß. Und nicht jede, ne? Nicht. Ich glaube, man ist Alkoholiker, solange man das regelmäßig macht oder irgendwie so hieß es. Aber okay, da kann man nicht so verallgemeinern, glaube ich. Ja, da gibt es ja so viele, die... wie sagt das der Alligator? Leute, die am Wochenende immer nur trinken? Und er sagt dann, man ist ja auch nicht schwul, wenn man nur am Wochenende Männer fickt, sagt er. Und das ist halt schon true, ne? Wenn man sich jedes Wochenende, wenn man sich jedes Wochenende komplett zusäuft, dann kann man nicht wirklich sagen, dass man zumindest kein Alkoholproblem hat. Oder halt, ne, das ist schon eine Form von Alkoholiker. Wenn man jedes Wochenende sich zuballern muss. Man könnte, ja, also wie gesagt, bei diesen ganz großen Joe Rogan-Sachen auch, kennst du doch bestimmt, ne? Der Komiker? Nee, das ist Seth Rogen. Der Typ. Der YouTube-Knilch, bei dem auch schon Elon Musk saß, wo sie gekifft haben und sowas, der Knilch. Der spricht ja auch und das sind halt diese Joe Rogan-Podcasts. Und da gibt es ja auch mitunter Zusammenschnitte oder halt Abschnitte und du merkst halt, die schwätzen über ein Thema und
dann wird, ist dieses Thema einfach ausgecuttet. Von Anfang an, also, ne, ja, und übrigens, mit Exler ist ja was passiert, hast du gehört, ja, ja, und dann sprechen die darüber und am Ende ist einfach irgendwann das letzte Wort gesprochen und das war's dann. Ja, man könnte so, ja, so einfach ausfaden lassen. Entweder ausfaden lassen, genau, wenn man halt dann, wir haben ja jetzt schon genug Gesprächsfetzen gehabt, die wir ja eigentlich ja, nicht ja. hier drin haben wollen, ne, das könnte man ja dann... Theoretisch nicht. Haben wir nicht. Ich habe auch, was? Theoretisch ja. wollen wir die nicht hier drin haben. Genau. Das sollte eigentlich ein knackiger, kurzer... Ja, lass es auf jeden Fall auch so machen, dass es ja? wirklich, okay. also zumindest, dass es inhaltlich, dass die Struktur passt. Es hat einen Anfang und zieht sich dann durch und die Unterbrechung, wo wir abgeschwiffen, Gott, was ist denn die Vergangenheitsform von abschweifen? Abgeschwiffen sind. Wo wir abgeschwabbelt sind, dass wir, dass, ich würde die als krassen Kontrasttest rausschneiden. Dann hat man nämlich den ersten Podcast, ja. der sehr unstrukturiert war, also weil es ja eigentlich auch gar kein richtiger Podcast war, ne, kein geplanter. Und der zweite, der ein Thema hat, einen Anfang und sich durchzieht. Und ja.